Werder Bremen erlebte einen ganz bitteren Sonntagabend und kam in Hoffenheim mit 0:4 unter die Räder. Der SVW schlug klare Töne an, eine Erklärung für den Auftritt gab es nicht. Erlebt mit seinem Team einen Abend zum Vergessen. Bremens Trainer Florian Kohfeldt. Imago-Images, es hat nirgends gepasst. Das war ein sehr schlechtes Spiel. Es war weder fußballerisch noch gegen den Ball was heute. Wir haben alles vermissen lassen, was wir die letzten Wochen gut gemacht haben, sagte Ömer Toprak nach der Partie bei SK. Der Bremer Abwehrchef und seine Kollegen erlebten einen Abend zum Vergessen. Es klappte defensiv wie offensiv rein gar nichts. In den letzten 6 Pflichtspielen zuvor gab es für Werder nur 3 Gegentore. Gegen die TSV nun gleich und in der Offensive erspielten sich die Werderaner keine einzige klare Torchance. Das ist schwer zu erklären, warf Coach Florian Kohfeldt nach der Partie etwas Rat. Man muss einfach festhalten, es hat nichts funktioniert. Individuell und als Mannschaft waren wir weit weg von dem, was wir die letzten Wochen gezeigt haben. Wir haben viel zu einfach Gegentore bekommen und waren selbst nicht zielstrebig. Spielersteckbrief Toprak Toprak Ömer Spielersteckbrief Toprak 21 Toprak Ömer Werder Bremen Türkei Deutschland Spieler Profil Trainer Steckbrief Kohfeldt Kohfeldt Florian Trainer Steckbrief Kohfeldt Kohfeldt Florian Werder Bremen Deutschland Trainer Steckbrief Werder Bremen die letzten Spiele Hoffenheim A 4-0 Freiburg H 0-0 Werder Bremen die letzten Spiele Hoffenheim A 4-0 Freiburg H 0-0 Fürth H 2-0 Schalke H 1-1 Hertha A 1-4 Gladbach A 1-0 Augsburg H 2-0 Leverkusen A 1-1 Union H 0-2 Hannover A 0-3 Alle Termine Bundesliga Tabellenplatz Verein Punkte 1 Bayern München 49 2 RB Leipzig 47 3 VfL Wolfsburg 42 Bundesliga Tabellenplatz Verein Punkte 1 Bayern München 49 2 RB Leipzig 47 3 VfL Wolfsburg 42 4 Eintracht Frankfurt 42 5 Bayern 04 Leverkusen 37 6 Borussia Dortmund 36 7 1 FC Union Berlin 33 8 Borussia Mönchengladbach 33 9 SC Freiburg 31 10 VfB Stuttgart 29 11 TSG Hoffenheim 26 12 Werder Bremen 23 13 FC Augsburg 23 für FC Köln 21 15 Hertha BSC 18 16 Arminia Bielefeld 18 17 1. FSV Mainz 05 17 18 FC Schalke 04 9 Tabelle Bundesliga es hat nichts funktioniert. Individuell und als Mannschaft waren wir weit weg von dem, was wir die letzten Wochen gezeigt haben. Florian Kohfeldt dabei hatten die Bremer am Sonntag die große Möglichkeit, bis auf 8 Punkte von Platz 16 wegzuziehen und sich dadurch etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Wir haben alle gehofft, dass wir einen Schritt weggehen können, so der Werder-Coach, der aber betont, wir sind immer noch im Soll. Aber wir müssen absolut aufpassen. Das war im Kollektiv heute gar nichts. Das Trainerfazit am Ende des Abends, wir alle als Werder Bremen haben heute einen grausamen Tag gehabt. Und klar ist, die Bremer müssen sich schnell wieder fangen, denn bereits am Freitagabend geht mit der Eintracht aus Frankfurt gastiert die aktuell formstärkste Mannschaft der Liga im Weser. Sollte Werder wieder so auftreten, dann wird es noch schlimmer. Konstatiert MSD Bilder zur Partie TSG Hoffenheim. Werder